Wir haben es 16:39 Uhr am 23. The fuck? Hä? Hä? Bruder, ich bin so verwirrt. Ich dachte, heute ist der 23.12. und morgen ist Weihnachten. Jetzt habe ich meinen Adventskalender schon aufgemacht. Und heute ist erst der 22. Die Welt. So verwirrend einfach. Okay, whatsoever. Auf jeden Fall, heute ist anscheinend der 22.12. Und ich fahre jetzt nach Dessau zu Jonathan. Und dann chillen wir da eine Nacht und dann fahren wir morgen alle zusammen nach Halle. Und ich dachte eigentlich, wir kommen am 24. nach Halle. Aber jetzt ist mein ganzer Plan zerstört, weil ich so verwirrt bin. Und ich weiß gar nicht, was wir machen werden. Matti kommt auf jeden Fall auch noch. Ja, und wir wollen alle nicht. Wir lieben natürlich alle unsere Familien, aber wir denken uns auch, es gibt auch Grenzen, wie viel Zeit man miteinander verbringen sollte. Und wir wollen die jetzt nicht überstrapazieren, diese Grenzen. Deswegen ist es besser, wenn wir noch mal kurz eine Nacht nicht in Halle sind. So ist der Plan. Und jetzt muss ich erstmal Sachen packen und dann geht's los. Ich bin viel zu spät. Und dann könnten wir auch noch in eine Bar gehen. Ja. Ich bin offen für alles. Was ich aber noch cooler finde, ist, die Knöpfe hier habe ich bei uns an der Uni beim 3D-Drucker machen lassen. Was? Ja, das ist eigentlich das Geilste hier. Das Ding hat gefehlt und das Ding hat gefehlt. Immer ein Zigarett. Ja, okay, das ist gut. Na? Na? Schon alle Geschenke gekauft? Ja. I have the privilege to travel all over the world and show people my art, my music, and I'm grateful for that. Please eat first, I'm so hungry. I would eventually eat your not eating, you asshole. Look at my eyes while eating. I find this attractive. Try me out! Das war mein Arm. Ich guck in deinem Arschloch. Ja, du bist doch an geil. Mann! Ah! Oh Gott. Nein! Stimmt irgendwie so. Ja. So clean, glaube ich. Ja. Milch oder ohne? Ohne. Das Video aus der Küche von Jonathan und eine kurze Einführung in die Situation. Wir haben es 11.51 Uhr. Um 12 hätte ich eigentlich einen Termin beim Optiker, weil Jonathan hat mir seine Brille gestern mal ausgeliehen und ich finde A, so durchsichtiger Rahmen irgendwie swaggy, da sehe ich ein bisschen aus wie ein Nerd, finde ich gut. Nur ist es leider viel zu breit, weil Jonathans Kopf breiter ist als mein Kopf.
Und meine alte Brille hat auch nicht mehr die richtige Sehstärke, wie ich dann gemerkt habe, nachdem ich diese hier auf hatte. Deswegen, ich wollte mir eigentlich einfach eine auf gut Glück bestellen. Dann haben Jonathan und Mathe mich überredet, dass ich doch vorher nochmal einen Sehtest machen soll. Ja, deswegen habe ich um 12 mir jetzt hier einen ausgemacht in Dessau. Und Jonathan ist gerade duschen, dann frühstücken wir zusammen. Mathe pennt noch. Das ist die Situation. Hat es irgendwie bis zu diesem Posten geschafft. Und das machst du ja nicht, indem du deine nationalsozialistischen Züge mal eben versteckst, sondern das machst du, indem du dir Freunde suchst, die genauso ticken wie du. Ja, ist auch über die Politik da reingekommen, oder? Aber war nicht vorher Politiker? Es ist immer ein Politiker. Also wir haben es jetzt geschafft, Jonathans Mitbewohnerin Anita und ich sind jetzt in der Shoppingmeile Dessau gelandet. In jedem Dessau-Video ist einmal diese Meile enthalten, weil viel mehr kann man in Dessau auch nicht machen. Und da ist auch der Optiker. Ich bin nur 2,5 Stunden zu spät. Jetzt ist die Frage, ob ich trotzdem noch einen Sehtest machen kann oder nicht. Okay, hier eine kurze Endcard aus dem Schnitt, weil ich das wohl für nicht als wichtig erachtet habe. Hallo. Also, ich konnte meinen Sehtest noch machen und zwar 2 Stunden zu spät und der Mensch war sehr unfreundlich, aber jetzt habe ich so 5 Brillen zur Anprobe bestellt bei Mr. Specs Online. Jonathan hat noch seine Geschenke rechtzeitig besorgen können. Ich bin direkt nach unserem Shopping-Trip nach Halle zurückgefahren und Martin und Jonathan sind hinterhergekommen. Es war ein kurzer, knackiger, aber schöner Ausflug. Mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen. Au revoir.